Anna, der Baum nadelt. Was? Ja. Alter, das gibt's doch nicht, der Baum nadelt. Ja, wenn ich das sag, der Baum nadelt, geh halt mal her und guck das an. Alter, tatsächlich, du hast recht. Natürlich. Schaust du, der Baum nadelt. Ich werde verrückt, ich werde verrückt. Hey, was machen wir denn jetzt? Kinder, seid doch mal still, da hinne. Ja, sei mal still. Mach doch die Musik aus und hört auf mit der Spielerei, der Baum nadelt. Guck mal, da hat der Baum nadelt. Mit Papa weiß ich schon, der Baum. Ja, dann sag ich doch die ganze Zeit, mach dich doch nicht verrückt. Du schaust, was machen wir jetzt? Das weiß ich doch nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Baum nadelt. Du sollst mal zum Schmied in Luft, ja, ist doch ein praktischer, ja, gut, Mensch. Mach, ja, das holen. Aber da kann ja auch nichts machen. Kinder, so Aufregung. Aber dass der Baum auch gerade heute nadeln muss, das gibt's doch überhaupt nicht. Kommst du mal runter, unseren Baum nadelt. Bitte? Was ist los? Ach, Herr Schmied, entschuldige die Störung, ja, am Heiligabend, aber unseren Baum nadelt. Was sagen Sie da? Ihr Baum nadelt? Ja. Ja, aber das kann doch gar nicht, Frau Breitlinger, um Gottes Willen. Aber ich Ihnen sage, der nadelt. Kommen Sie doch mal runter und können Sie sich den mal angucken, ja? Natürlich, sofort. Kommt mal mit runter. Bei Breitlingers Nadel, der Baum. Was ist denn da oben los? Bei Breitlingers Nadel, der Baum. Ja. Ja, ach, Namen. Ach, guten Abend, Herr Schmidt. Frohes Fest, ja, ja. Also, jetzt gucken Sie sich doch das an, wie der Baum nadelt. Ja, ja, ich hab schon gehört, Herr Breitlinger. Ja. Kinder, kommt mal her. Guckt mal, wie der Baum nadelt. Ja. Das hab ich aber noch nicht gesehen. Ja, ja, es ist ja wirklich wahr, ja. Ei, wer ist denn das schon wieder? Ich habe gerade im Treppenhaus gehört, dass ihr Baum nadelt. Darf ich mal gucken kommen? Ach, bitte sehr, Herr Fenner, kommen Sie rein. Darf ich vorstellen, meine Frau, die Kinder, die kennen Sie ja, das ist meine Schwiegermutter, die ist zu Besuch über die Feiertage, Rentnerin, verstehe Sie von drüber. Angenehm. Ich habe leider gar keine Zeit, unser Baum nadelt nämlich. Ja, tatsächlich, der Baum nadelt. Ja. Was machen wir dann jetzt, Schorsch? Rufen Sie doch mal den Notdienst an. Da muss man nur extra in den Westen reisen, sowas mal zu sehen. Was denn für ein Notdienst? Vom Botanische Institut, die müssen doch mit sowas Bescheid wissen, gell? Ja, Botanische Institut. Ja, hier Breitlinger. Also das ist so, ob das nämlich bei uns der Baum nadelt. Wie? Na, also wann ich Ihnen sage, der nadelt. Was sagt er denn? Ja, Oberstraße 183 bei Breitlinger. Gut. Ach, das ist sehr gut. Ach du, Schorsch, die kommen sofort, hat er gesagt. Ja, ja, das hat man auch selten heutzutage. Ja, das ist gell? Doch wohl das Mindeste in einer solchen Situation. Ey, du lieber Gott, der nadelt ja immer noch. Das ist ja forschbar. Ja, das ist nicht forschbar, das ist phänomenal. Ist das ist Häusler also vom Tageblatt, sagen Sie, stimmt das? Bei Ihnen soll der Baum nadeln? Ja. Kommen Sie bitte rein, das ist bei uns hier. Vom ja. Tageblatt, so. Also bitte, jawohl. Also das hier, das ist Gott, unser Baum, der da, ja. Also wollen Sie Bildknipsen? Ne? Kinder, kommt mal her. Der Herr von der Presse will ein Foto machen, wie unseren Baum nadelt. Ja, sollen wir mitkaufen? Ja, Frau Schmidt. Frau Schmidt, gehen Sie doch mal ein bisschen zur Seite. Das ist unser Baum, wo der Nadel. Anna, komm bei mir so. Ja, ist es gut so? Wer ist denn das jetzt noch? Aha. Ah, so, ja. Professor Bofinger vom Botanischen Institut. Ah, ja, verzeihen Sie bitte, dass ich gleich einen Teil meiner Studenten mitgebracht habe. Ja, wo ist denn das? Aber sagen Sie, bin ich richtig informiert, dass bei Ihnen der Baum nadelt? Vollkommen richtig, Herr Professor. Unser Baum nadelt. Ach, der Breitlinger, mein Name übrigens. Ja, der Herr von der Presse hat es auch schon gesehen. Ja, gell? Meine Herren, ja, darf ich? Sehen Sie, das ist nun ein nadelnder Baum. Ein nadelnder. Ja, das ist ein Naturschauspiel, bei dem ich es für richtig gehalten habe, Sie alle mit hierher zu bitten, trotz der späten Stunde. Dieser Baum, dessen gewöhnliche Bezeichnung uns unter dem Namen Tanne geläufig ist. Ja, das ist doch das Fernsehen. Weil nämlich, also das ist so. Also halten Sie sich fest. Nämlich bei uns nadelt der Baum. Anna, lass gut sein. Ich glaube, Ebe hat's aufgehört. Wie nadelt er nicht mehr? Na, auf Amor. Er nadelt eben nicht mehr. Das ist richtig, meine Herren. Das Naturschauspiel ist vorbei. Der Baum hat das Nadeln eingestellt. Aber ich bin glücklich, Ihnen wenigstens. Na, dann gehen wir doch, wenn er nicht mehr nadelt. Du, der Baum nadelt gar nicht mehr. Ach, schade. Das war Ding, gell? Das dass ich das auf meine alten Tage noch erleben dürfte. Dann auf Wiedersehen und vielen herzlichen Dank. Ja, frohes Fest allerseits. Fest. Auf Wiedersehen, ja, Fest. Oh. Anna, das war ein Ding, was? Also sowas. Du, und jetzt gucken dir mal genau an. Ja. Hier so friedlich dasteht, wie wenn nichts gewesen wäre, der Baum, hä?